Yeah, der Boss ist back. You're now listening to A-Rod Music. Folgendermaßen. Penthouse Suite in NYC, Cohibas am Times Square. Wegen meinem Latte erscheint das Titelblatt der Times Square. Ich durchschwamm ein Eismeer, yeah. Ich komm von weit her, mein Nike Air. Und war der King bei Heimkehr. Seither vertraue ich kein mehr. American Nightmare. Parallel zum Fame wird auch der Nightmare. Der epischste Real Talk seit Flair. Die letzten sechs Alben waren nur die Spitze des Eisbergs. Nummer 7 bringt den Polargipfel bruch, Bitch. Als ob die Solarschicht kaputt ist. Yeah. Real Talk, der Boss ist Blender, nur wenn's ein Platinum-Schmuck bist. Dann fällt die Fassade, wird's lustig. Ihr kleinen Nutten würdet für ein Feature auf der Scheibe lutschen, wie mein Aquarium-Putzfisch. Sie sagen, mein Schützer heute nicht mehr genug von Humor geprägt. Schwer wiegt das Haupt, das die Krone trägt. Ich muss Emotionen regeln. Denn wenn man hoch im Leben, muss man diese Lektion bestehen wie die Evolutionsgenetik. Apropos Wissenschaften, es gibt jetzt Wissenschaften, die sich damit befassen, wie viel Millionen Cash in meine Kissen passen. Experten streiten sich und führen ab Tisch Debatten, ob ich nun fucking rich bin oder rich as fuck bin. Designer Marken an Kleiderhaken, begehbarer Schrank, wie der Boss bei der Thai-Massage. Ich hab ein Gemälde von Rembrandt, nur weil ich mich bei der Auktion im Sotheby's aus Versehen beim Gehen gestreckt hab. Dann nehm ich's whatever. Das Volk braucht Retox, so wie Hero Junkies Age. Mach ich die Scheibe rund wie Galileo Galilei. Pure Epochalität. King ist der, der sich den Thron erobert, nicht irgendeine Fosse, die man demokratisch will. Körper voll Gold.